Und jetzt geht es raus an die frische Luft. Denn der richtige Winterspaß findet draußen statt. Ob beim Skispringen für Anfänger. Ich bin gespannt, ob ich heil da unten ankomme. Beim Bobfahren im Eiskanal. Wann fährt man schon mal einen Schlauchboden Eisbahn runter? Oder mit Schlittenhunden. Ja, der zieht schon ganz schön an, das merkt man sofort. Wie schwer sind die drei Winterfreuden zu erlernen und was kostet der Spaß? Los geht's mit Skispringen für jedermann. Dieses einzigartige Erlebnis bietet der Wintersportverein Lauscher im Thüringer Wald an. Angeblich muss man dafür nicht mal Skifahren können. Nils und Kea wollen das heute ausprobieren. Bislang kennen sie Skispringen nur aus dem Fernsehen. Vorne fangen habe ich noch keine, außer das normale Skifahren. Aber früher hat mir mal das live angeschaut. Und das ist natürlich sehr cool, das interessiert mich sehr. So, wenn ich die Chance jetzt schon sehe, da wird mir schon ein bisschen mulmig. Und ich hoffe, wir springen nicht von der ganz großen. Die passende Chance für die beiden hat der Trainer und ehemalige Skisprung-Leistungssportler André Hessler ausgesucht. Frau Hohler hat uns ein bisschen Schnee geschickt auf der kleinen Schanze in der Mitte, unsere K10-Meter-Schanze. Das sollte das Ziel unseres heutigen Kurses sein, dass wir mal über diese Schanze drüber springen. Das wollen die beiden in einem Tageskurs für 199 Euro pro Person lernen. Verpflegung und Leihausrüstung sind inklusive. Doch bevor es die Schanze runtergeht, zeigt Hessler den beiden ein paar Trockenübungen. Die Füße sind ungefähr schulterbreit. Wir stehen auf dem ganzen Fuß. Die Knie werden, soweit es geht, nach vorne geschoben, ohne dass wir die Ferse heben und der Oberkörper auf den Oberschenkeln abgelegt, die Arme auf die Hüfte und der Kopf in Verlängerung des Rückens. Bisschen tiefer mit dem Oberkörper. Arme passen, sehr schön. Auch bei Nils. Ein bisschen tiefer gehen. Jawohl, auf dem ganzen Fuß sitzen. Arme nach oben. Und so sieht das schon richtig gut aus. Dann ist der Absprung dran. Die wichtigste Phase des Skisprungs. Je dynamischer, desto weiter fliegt der Athlet. Und wer weit springt, sollte auch sauber landen. Die Landung beim Skispringen ist der Telemark-Aufsprung. Der ist folgendermaßen. Das heißt, der Skispringer kommt aus der Luft, geflogen. Wir imitieren das jetzt einfach mal so. Und der Skispringer zieht das Bein, ein Bein unterm Körper durch, setzt es nach vorne, Oberkörper aufrecht und die Arme hier so mit Spannung nach außen, ja, dass der ganze Körper Spannung hat. Durch einen kleinen Schubser merken die beiden intuitiv, welches Bein sie beim Landen nach vorne ziehen. Koordination, Körperspannung und Balance – eine komplexe Angelegenheit, vor allem für Anfänger. Damit sind wir gerüstet für die Schanze. Auf geht's! Jetzt bekommen Kea und Nils ihre Ausrüstung. Nach 20 Minuten sind sie bereit für den ersten Skisprung ihres Lebens. Ob er gelingen wird? Doch erstmal geht es zu unserem zweiten Winterspaß, Ice Rafting. Auf der WM-Bobbahn in Oberhof trainieren eigentlich Olympiasieger und solche, die es werden wollen. Doch nicht nur die. Heute stürzen sich Dorit und ihr Vater in den Eiskanal. Die Fahrt kostet 33 Euro pro Person. Das ist total verrückt. Guck mal, dann geht's noch weiter. Ich glaube, an dem Haus ist noch nicht Schluss. Und es wird richtig schnell. Genau. Mit rund 75 Kilometern pro Stunde geht es durch 14 Kurven. Bobfahren war ja schon immer die Sportart im Winter schlechthin. Ne? Schon zu meiner Kindheit habe ich Bobfahren gern geschaut und wollte immer mal in so einem Ding sitzen. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, hier in Oberhof die Strecke direkt mal zu fahren und bin total aufgeregt. Wir wissen ja beide nicht, in welche Kurven es als erstes geht. Ne? Normalerweise kennt man ja so die Abläufe. Und jetzt auch noch mit dem Nebel, ja, ich habe schon ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Mit diesem Gefährt geht es in den Eiskanal. Den außergewöhnlichen Bob haben die Bahnbetreiber mit der deutschen Schlauchbootgesellschaft entwickelt. Brian Salliger lenkt die weltweit einmalige Erfindung durch den Eiskanal. Okay. Mit dem Gesäß nach unten und die Beine gerade nach vorne. Hüpft, springt einfach rein. Genau. Setzt euch einfach auf euren Bobs. Rutscht ganz nach hinten durch. Rutscht bis nach hinten durch. Okay. Genau, richtig. Bis nach hinten. Hinten anlehnen schön. Und genau, so ist richtig. Wenn wir dann in der Bahn drin sind,
ist ganz wichtig für euch. Du machst es genau richtig. Ihr haltet euch immer hier fest. Die Arme, Ellenbogen bleiben immer im Boot. Ah. Immer schön hier dran festhalten. Nicht die Arme raus, nicht winken oder irgendwas. Okay. Dann passiert euch gar nichts. Wir werden Bandenberührungen dabei haben. Das ist unvermeidbar. Die gibt's. Weil wir einfach nicht so präzise fahren können wie einen Bob oder einen Rodler. Das ist nicht möglich. Brian ist der Steuermann. Er steht an der Spitze des hinteren Bobs und lenkt von dort aus den vorderen. Ich drücke das Boot ganz salopp, ich halte es hinten fest und drücke es wie einen Einkaufswagen in die Kurven hinein. Dann muss ich natürlich auch das Boot verlangsamen oder auch beschleunigen. Verlangsamen, indem ich es in die Bande drücke. Und Beschleunigung, ich lasse es wieder geradeaus laufen, nehme wieder Schub auf. So funktioniert die ganze Geschichte. Ob die luftgefüllten Kammern die seitlichen Schläge abpuffern können? So, er hat es ja jetzt gerade erklärt, aber naja, wie ich ihm so trauen soll. Also ich glaube schon, dass das Boot sicher ist, aber wie er das von hinten halten will mit seiner eigenen Kraft, ja. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Thorsten und Dorit müssen einen Helm tragen. Wie wird die Fahrt auf einer der anspruchsvollsten Eisbahnen der Welt? Zuvor wechseln wir zu unserem dritten Winterspaß, dem Hundeschlittenfahren. Dafür sind Christine und Karl im Thüringer Wald unterwegs. Hier gibt es Schlittenhundetouren das ganze Jahr über. Ob heute genug Schnee liegt für eine echte Schlittenfahrt? Hey, ich selber habe auch einen Hund und ich bin wirklich ein Hundefan. Und ich habe das mal im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, boah, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Ich finde so ein Maschertraining, es ist ja draußen in der Natur, da bin ich sowieso Fan von. Ja, und die Hunde, das hört man schon, die sind total aufgeregt. Ja, am Schluss hoffen wir natürlich, dass wir dann so einen Schlitten fahren können. Ja, selber. Genau. Ja. Ja. Komm. Ralf Kraft ist ein sogenannter Mascher, ein Schlittenhundeführer. Bei ihm kostet ein Tageskurs 149 Euro pro Person. Wir beginnen mit einer Wanderung. Das heißt, ihr bekommt von mir einen Bauchgurt so wie ich ihn umhabe. Und da bekommt ihr einen Hund dran. Der zieht euch ordentlich, damit ihr erstmal die Kraft der Hunde kennenlernt. Ich glaube, dass die da jetzt echt raus wollen. Und ich will auch, dass die da jetzt rauskommen. Karl bekommt Kalle an den Gurt, einen Malamut. Und Christine, die Husky-Dame Mascha, zwei nordische Schlittenhunde. Oh. Mascha! Oh. Oh. Christi! Christi! Ja, der zieht schon ganz schön an, das merkt man sofort. Hat voll Bock, ich auch. Los geht es auf die Eingewöhnungstour. Nach einer knappen Stunde zu Fuß geht es jetzt auf dem Schlitten weiter. Oder? So. Ja, leider vom Schnee her reicht's heute nicht. Ihr seht, der ist also sehr dünn, sehr nass. Aus dem Grund werden wir heute einen Trainingswagen nehmen für unser Maschertraining. Statt Schlitten geht es also auf diesem Gefährt durch den Wald. Ob das genauso viel Spaß bringt? Zurück auf der Skisprunganlage in Lauscha. Kea und Nils dürfen zum ersten Mal auf die Schanze im Profianzug. Die beiden Anfänger steigen erst einmal nur bis zum 15 Meter langen Auslauf der Schanze. Kea macht sich bereit für die erste Abfahrt ihres Lebens auf dem Kunstrasenhang. Es sieht auf jeden Fall steiler aus als unten. Vor allem auch mit den anderen Skien, die man nicht kennt. Und ja, ich bin gespannt, ob ich heil da unten ankomme. So, in die Hocke. Es geht schon los. Und schön Spannung halten. Auf dem Auslauf bekommt Kea ein Gefühl für die steile Abfahrt. Jawohl, super! Jetzt ist der 17-jährige Nils dran. In die Hocke und los geht's. Jawohl, perfekt! Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Vorerfahrung vom Langlauf, zumindest mit der Abfahrtshocke. Aber an sich hatte ich mit der Geschwindigkeit noch nicht so gerechnet. Das war neu für mich. Ja, als ich losgefahren bin, habe ich irgendwie alles vergessen und habe einfach nur geschaut, dass ich irgendwie in der Spur bleibe. Also es war ganz wackelig. Trotzdem macht die 19-Jährige weiter. Nächste Aufgabe, kraftvoll aus der Abfahrtshaltung vom Boden abdrücken. Erst wenn das klappt, geht es eine Stufe weiter. Sehr schön gemacht, Schanze! Startfrei für die 10-Meter-Schanze. Nach nur einem halben Tag wagen Kea und Nils ihren ersten Skisprung. Von hier oben sieht das noch mal krasser aus. Ja, viel, viel höher, als ich gedacht habe.
Und man weiß auch gar nicht, wo man hinspringt. Man sieht da gar nichts. Die größte Angst ist, wenn man jetzt hier runterfährt, springt und dann die Landung verkackt, dass man dann sich irgendwie komisch hinfällt und sich irgendwas bricht. Vor allem links ist das Holz sehr nah. Habe ich auch irgendwie Angst, dass ich dann dagegen fahre oder dagegen fliege. Werden Kehr und Nils wirklich springen? Im Thüringer Wald stehen Christine und Karl vor ihrer ersten Schlittenhundefahrt. Wegen Schneemangel kommt der Schlittenhundewagen zum Einsatz. Gelenkt wird der Wagen ganz normal wie beim Fahrrad mit dem Lenker. Gebremst ähnlich auch wie beim Fahrrad mit zwei Handbremsen, wobei diese zwei Handbremsen nur die Hinterräder bremsen. Zusätzlich hat der Wagen noch eine Fußbremse. Es ist gut, dass wir mit ihm fahren jetzt erstmal. Das sieht so ein bisschen aus wie der Schlitten vom Weihnachtsmann. Schauen wir mal, ob wir den gelenkt kriegen. Trainer Ralf Kraft spannt 6 seiner Hunde vor den Schlitten. Dann können Christine und Karl starten. Die nordischen Schlittenhunde können bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Auf ebener Strecke. Berghoch müsst ihr die Hunde mit unterstützen und in der Mitte ab und zu ein bisschen mit Schwung geben. To go ist das Kommando für Laufen. Easy ist das Kommando für Langsamer, dabei aber auch mit Bremsen. Das heißt, die Hunde kennen zwar die Kommandos, heißt aber nicht, dass sie drauf hören. Dann kannst du schon mal hinten drauf den Wagen übernehmen. Die Bremsen schon mal festhalten. Füße drauf auf die Fußrasten. Jawohl. Ich habe Respekt vor dem Gerät. Schauen wir mal, wie es läuft. Go! Jetzt nehmen Christine und Karl die Zügel in die Hand. Gehorchen die Hunde auch den beiden Fremden? Das ist total geil, alleine zu fahren. Also, ich fahre jetzt demnächst mit dem Hundeschlitten in die Arbeit. So, jetzt können wir auch noch mal ein bisschen Stoff geben. Juhu! Und go! Jetzt ist Karl dran. Das Gespann erreicht Höchstgeschwindigkeit. Nach 2 Stunden Fahrt sind alle wieder wohlbehalten am Ausgangspunkt, wenn auch etwas durchgefroren. Super gemacht. Danke. Karl und Christine, einwandfrei. Ich hoffe, ihr könnt die Hände noch bewegen. Die Schlittenhundefahrt haben beide gemeistert. Wie ist ihr Fazit? Es hat absolut Spaß gemacht. Es war ein total tolles Erlebnis. Ja, das Muschertraining würde ich auf jeden Fall wieder machen. Auch für 149 Euro ist das erschwinglich. Man nimmt was mit, man hat Natur. Tolles Outdoor-Erlebnis. Mache ich wieder. Ja, machen wir auf jeden Fall wieder. Gut. In Oberhof stehen Dorit und Vater Thorsten vor ihrem ersten Eisrafting in der 1500 Meter langen Bobbahn. Wir fahren nicht so in die Kurve, ne? Doch, genauso fahren wir in die Kurve. Ehrlich? Ja. Ah, cool. Ja, mit dem Schaffboot irgendwie 75 km/h zu fahren, das kann ich mir schon. Oh, es wird schon schnell. Also, das kann ich mir schwer vorstellen, aber er hat es gerade gesagt, so schnell wird's. Mal gucken. In diesem Eiskanal trainieren sonst Bob-, Rodel- und Skeleton-Profis. Das Eisrafting ist weltweit einzigartig. Mit einem Gefälle von fast 10% jagen die Schlauchboote durch 14 Kurven. Dabei wirken Fliehkräfte von bis zu 2G auf die Insassen. Nach einer Minute ist die Eisrafting-Fahrt zu Ende. Es war so schnell. Geh du erst mal, Papa, mach du erst mal. Haben sich die 33 Euro pro Person trotz der kurzen Fahrt gelohnt? Hat sich mega gelohnt. Ich liebe diesen Adrenalinkick. Ich liebe das, um Neues zu erfahren und Neues irgendwie auszuprobieren und um die Kurven da rumzufahren. Hat es sich für dich gelohnt? Ich habe es schon oft gehört, dass es das gibt. Und die 33 Euro war es echt wert. Also es hat mega Spaß gemacht. Ich habe hohen Respekt vor all denen, die hier Rennen fahren, hier runterfahren. Ja. Und ich würde es jedem empfehlen, das mal zu machen. Es ist echt klasse. Voll gut.
In der Skisprung-Arena Lauscha stehen Kea und Nils vor dem ersten Skisprung ihres Lebens. Du wirst hier schön geführt durch die Spur, Spannung gemacht in der Luft und sicheres Landen und da auch wieder stabil rausgefahren. Schanze frei. Nils startet als erster von der 10-Meter-Schanze. Juhu! Dann ist Kea dran. Aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Das gehört auch dazu. Schanze frei. Auch die 19-Jährige wagt sich nach nur einem halben Tag Training auf die 10-Meter-Schanze. Ja, das Runterfallen war ganz cool. Nur als ich dann gelandet bin, war es ganz rutschig. Deswegen bin ich komplett hingefallen. Es ist der anspruchsvollste Spaß unseres Tests. Der Trainingstag hat aus den Skisprung-Neulingen Kea und Nils zwei begeisterte Amateurspringer gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Man hat auch sehr viel gelernt. Vor allem von jeder Stufe zu Stufe konnte man sich immer mehr hochpushen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, vor allem auch die 199 Euro auszugeben, oder? Ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Die Zeit ist so schnell rumgegangen. Man hat was gelernt und man konnte sich auch irgendwas verbessern. Also man hat gemerkt, wie es voranging. Ja, voll. Ob Eisrafting in der Bobbahn, eine Fahrt mit den Schlittenhunden oder Skispringen von der 10-Meter-Schanze. Alle drei ein Erfolgserlebnis.